Freundinnen und Friedensfreunde, herzlich willkommen zur Warm-up-Kundgebung des Ansbacher Ostermarsches 2019. Unser Motto dieses Jahr: Frieden statt Aufrüstung, Trumps Kriegsbasen schließen. Deswegen stehen wir auch beim Warm-up vor einer. Und uns ist es wichtig, dass wir hier oben auch den Anwohnerinnen und Anwohnern zu Wort kommen lassen. Stellvertretend für diejenigen stehen heute André Fitztom und Carsten Mach. Sie sind auch Mitglied im Vorstand unserer Bürgerinitiative und wohnen in Obereichenbach und werden aus Sicht der direkt Betroffenen ein paar Worte an euch richten. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem diesjährigen Ostermarsch begrüßen unter dem Thema Trumps Kriegsbasen schließen. Seit etwa knapp zwei Wochen trainiert hier in Kaderbach wieder eine neue Rotationseinheit für weltweite Kriegseinsätze. Und insofern ist auch Kaderbach und eben unter Obereichenbach und die Umgebung nach wie vor Drehscheibe von Angriffskriegen der amerikanischen Truppen. Okay. Gut. Gut, dann fangen wir nochmal an. Also, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem diesjährigen Ostermarsch begrüßen unter dem Thema Trumps Kriegsbasen schließen. Seit knapp zwei Wochen trainiert hier wieder eine neue Rotationseinheit über unseren Ansbacher Ortsteilen für Kriegseinsätze weltweit. Also sind wir hier in Kaderbach auch nach wie vor Drehscheibe für Angriffskriege der amerikanischen Truppen. Verbunden mit dieser Stationierung sind hier nicht nur die Themen Kriegsführung, Wettrüsten, Aggression, Kampf um Öl und andere Rohstoffe, wirtschaftliche Interessen ausschließlich der Amerikaner, damit verbunden dann auch noch schließlich Leid, Folter, Mord, sondern damit verbunden sind eben hier vor Ort auch noch Lärm, Umweltzerstörung und Schädigung der Bürger im verbündeten Europa. Der ehemalige US-Kommandant der Streitkräfte Ben Hodges führte jüngst zu dieser Thematik aus, dass die Gefechtsstände in Deutschland, namentlich EUCOM, also European Command, und AFRICOM, African Command in Stuttgart, nicht da sind, um Deutschland zu schützen. Die USA hätten nicht die Fähigkeit, alles zu tun, die eigene Sicherheit und die Sicherheit kritischer Räume und Vermögenswerte zu gewährleisten. Sie bräuchten eben Verbündete, und ihre zuverlässigsten Verbündeten kommen eben aus Europa, Kanada, Australien, Japan und Südkorea. Hier ist zu ergänzen, dass genau dort die meisten Stützpunkte und Soldaten der Vereinigten Staaten stationiert sind, mit der gleichen Besatzermentalität wie vor 70 Jahren. Dies hat uns unter anderem auch der Besuch letzten Jahres der japanischen und auch der südkoreanischen Delegationen bewiesen. Hodges führte weiter aus, dass die 30.000 US-Soldaten in Europa nicht dazu da sind, Deutschland oder Italien dort zu schützen, wo sie stationiert sind und wo sie trainieren. Sie sind ausschließlich da, um ihre eigenen Interessen, also die Interessen der USA, zu schützen. Zum Schutz unserer eigensten Interessen gehört, wie auch verfassungsrechtlich garantiert, der Schutz von Lebensräumen, Natur und körperlicher Unversehrtheit bzw. unserer Gesundheit. Seit über vier Jahren ist hier vor Ort bekannt, dass die Böden um den Stützpunkt Kaderbach schwerst mit PFC, also mit giftigem Fluor, verseucht sind. Dieses wandert langsam ins Grundwasser, ist dort bereits nachweisbar und wird auch in den hiesigen Bächen wie Eichenbach und schließlich Retzert verteilt und gelangt somit auch in unsere Lebensmittel, sprich Fische, ins kostbare Wasser und über die Böden in Futtergetreide und schließlich eben auch in unsere Tiere und Pflanzen. Trotz Aufforderung und Fristsetzung bis März diesen Jahres konnte und wollte die US-Armee keinerlei Sanierungsplan für das verseuchte Gelände vorlegen. Nun liegt es wohl an der Gemeinde und den Steuerzahlern hier, schließlich selbst für Konzepte zu sorgen und wohl auch zu Teilen die Kosten zu tragen. Die Stationierung kostet den deutschen Steuerzahler laut Süddeutscher Zeitung jährlich im Übrigen etwa 100 Millionen Euro. Somit haben wir vor Ort nicht nur Geldverschwendung, Lärm, Abgase und Feinstaub. Sobald die Helikopter den Boden verlassen und ihre Runden über unsere Köpfe ziehen, steigen die Messwerte an Feinstaub auf das Zigfache des Normalen an.
wie wir bereits als Organisative selbst messen konnten. Zusätzlich haben wir auch giftige Böden und Kontaminierung als Last für die nächsten Generationen. Also lasst uns nun ein Zeichen gegen diesen Frevel setzen. Wir wünschen uns hiermit einen erfolgreichen und friedvollen Ostermarsch 2019, auf das ein steter Tropfen den Stein hüllt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Christine, für eure Worte. Und an dieser Stelle möchte ich auch, wie schon Tradition ist, unsere Freundinnen und Freunde aus der Tschechischen Republik ganz herzlich bei euch begrüßen, die den langen Weg auf sie euch genommen hat. Vitajte, vážení přátelé, vysoké Německo, české přátelství a je mír. Deswegen möchte ich auch unserem Jaromír Kvalíček das kurze Wort für ein Grußwort geben. Vážení přátelé, sehr geehrte Freunde, vor mehr als 10 Jahren haben Sie uns geholfen. Před více než 10 lety jste nám pomohli. Marvil haben uns gewährt gegen amerikanische Raketen und Radarbáze in Mittelböhmen. Proto jsme se bránili proti americké radarové a raketové základně ve středních Čechách. Deswegen sind wir immer da, Ihnen zu helfen. Proto jsme tady, aby jsme vám pomohli. Die Überreste der amerikanischen Okkupation der Mitteleuropa da sogar aus Deutschland als aus Italien verschwinden. Zbytky americké okupace střední Evropy musí zmizet jak z Německa, tak z Itálie. Es lebe unser gemeinsames Ziel, friedliche Mitteleuropa. Ať žije náš společný cíl, mírová střední Evropa. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir sind schon jetzt knapp 100 Leute hier oben. Das ist wirklich toll. Ich meine, der Himmel lässt auch grüßen. Es ist zum ersten Mal, dass man auch eine Sonnencreme hier im Ostermarsch braucht, im krassen Vergleich zu den letzten Jahren. Ich hoffe, dass wir recht viele von euch, am besten alle, wieder unten um 15 Uhr heute am Martin-Luther-Platz sehen. Dort spricht dann der stellvertretende Landesvorsitzende vom Bund Naturschutz, der Sebastian Schönauer, und der Arzt für Arbeitsmedizin Wolfgang Lederer. Danach geht es dann auf zum Ostermarsch um die Ansbacher Innenstadt. Also kommt noch mit runter. Wer jetzt noch an einem offenen Mikrofon was sagen möchte, gerne. Aber ansonsten können wir hier so peu à peu wieder dann runter in die Stadt fahren und dann bis spätestens 15 Uhr am Martin-Luther-Platz. Vielen Dank. Es riecht aber gesund.